Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und heute habe ich das Fehlerbild Fan Error bei Lenovo ThinkPad Modellen. Wir haben hier ein Lenovo ThinkPad W510, das, ja, wie man sieht, sehr verdreckt ist. Und da kommt im BIOS die Meldung Fan Error, wenn man es einschaltet. Sieht man jetzt hier. Und das Gerät geht jetzt gleich wieder aus, von allein. Das liegt daran, dass entweder der Lüfter nicht läuft oder einen Lagerschalter hat oder wie auch immer. Sobald was mit dem Lüfter nicht stimmt, kommt die Meldung bei den ThinkPad-Modellen. Tastatur habe ich schon mal ausgebaut. Wenn ich jetzt nochmal einschalte, dann sieht man bei dem Gerät jetzt, dass sich der Lüfter nicht dreht. Das kann bei der Verschmutzung sein, dass er durch Staub blockiert wird oder dass er ganz einfach das Lager kaputt ist, nicht mehr funktioniert. Ja, muss man nachschauen und in der Regel den kompletten Kühler tauschen. Also, ich habe jetzt mal alle Schrauben schon rausgedreht. Das Laufwerk muss raus. Die Festplatte. Da ist auch eine Schraube drunter. Ja, sonst alle Schrauben. Bis auf die hintere, wofür das Scharnier zuständig sind. Und dann muss man noch. Tastatur habe ich jetzt schon ausgebaut. Und dann muss man noch das Kabel lösen. Fürs Touchpad. Muss man nach oben klappen. Dann kann man es rausziehen, dann kann man die Oberseite abnehmen, dann kommt man schon fast an den Lüfter dran. Hier muss dann noch der Lautsprecher und diese Abdeckung weg und dann kann man den Lüfter rausschrauben. So, da habe ich den Kühler jetzt ausgebaut. Der war ziemlich verstaubt, sieht man hier noch einen Teil davon. Ja. Trotz Raushole vom Staub ist er immer noch schwergängig. Der läuft nicht richtig, das heißt, muss der ganze Kühler getauscht werden. Den haben wir bei unserem Lager. Schon original Lenovo-Ersatzteil. Komm mal. Muss theoretisch genauso aussehen wie der alte. Auf den ersten Blick sieht es auch gut aus. Sieht man sehr schön, dass alles original ist noch. Und das gleiche Teil. So. Dann bauen wir es ein und dann zeige ich euch das Gerät, wie das funktioniert. So, der Lüfter oder Kühler ist jetzt eingebaut. Das Gerät startet wieder. Der Lüfter dreht. Uns kommt keine Fehlermeldung mehr, wie man auch gleich sieht. Windows startet sofort. Somit war die Reparatur erfolgreich und auch das doch etwas ältere Gerät funktioniert wieder problemlos. Tastatur noch fertig einbauen und dann ist gut. Über Abo, Kommentar oder Bewertung würde man sehr freuen. Danke.